Grüß Gott und herzlich willkommen zu den Einzelfällen News. Heute ganz ohne Politik und nur über die Ferienaktivitäten im Sommer 2020. Wir sind hier im Oberegg, jetzt bald, haben wir dieses Jahr campiert. Wir haben auf den Zelten geschlafen und wir haben eigentlich mit den Kindern ja mal eigentlich einfach aus dem Alltagsstress raus, in die Zelte, in die Natur und eigentlich wirklich einmal wieder die grundlegenden Sachen zu spüren und eigentlich einfach ja, gute Werte beizubringen. Wir haben 21 Kinder gehabt und sind vom Sonntag bis zum Samstag gekommen. Wir haben halt eben dieses Jahr jetzt viel auf die Nachhaltigkeit geschaut und haben auch viel Spiel und Programm gemacht, wo über Recycling gegangen ist. Oder wir sind am Bauernhof anschauen, zum Tierhaltung anschauen. Ich denke, es ist wichtig, dass man Natur schätzt, dass man aufeinander schaut, den Respekt wahrt. Die letzten Jahre sind wir eigentlich immer in der Schweiz oder auch mal in Österreich. Dieses Jahr ist alles aber jetzt komplizierter geworden. Wir haben eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt, zum guten Platz zu anschauen, natürlich zu erkunden, ob man die kann näher. So haben wir eigentlich dann in der Zeit entschieden, falls es sich ausgeht, dass wir ein Lager durchführen können, dass wir das an unserem Standort machen und dass wir dort eigentlich die besten Voraussetzungen haben, doch ist, dass wir einfach im Dorf bleiben. Ich denke jetzt halt vor allem, weil wir sowieso viel, also naturverbunden sind und viel auf die Umwelt schauen, ist es gerade durch die Corona-Zeit sowieso interessant geworden. Dass man halt Kinder auch dort wieder ein bisschen mehr fördert in dem Sinn. Das wird alles ein bisschen gefördert. Es geht einmal, dass man einen Denksport hat, dass man ein bisschen eine Geschicklichkeit haben muss, aber auch einen Fußball mal in die Hand nimmt und so weiter. Es ist einfach cool, so in einem Lager mal zu sein mit den Pfadfindern. Man macht halt viel und ja. Wir haben Spiele gespielt und dann haben wir noch Wettrennen gemacht, der am schnellsten ausgetrunken hat. Man hat einen Ball gehabt, hat man so eine Sirupflasche umhauen müssen. Die A-Gruppe hat noch aufstellen müssen, die Flasche. Und den Ball holen, die andere hat trinken müssen. Und die andere hat Stopp sagen müssen. Wir haben vor allem viel Spiel gespielt, wie Kettenfangis oder andere Spiele. Wir haben noch so ein Spiel gemacht, dass man genug trinkt, also ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall hat es in der Mitte eine Flasche, man muss mit dem Ball umschiessen und dann kannst du trinken. Wir sind auf der Regitzer Spitze aufgelaufen. Wir sind gestern am Schwimmen, also wir sind am Donnerstag am Schwimmen gewesen. Jetzt ein paar Ragaz. Dann haben wir halt viel gespielt und so. Und an den zwei regnerischen Tagen, am Montag und Dienstag, sind wir einfach auch da gewesen, haben gespielt und alles, ja. Wenn man übernachtet, finde ich schöne Grillen, wenn sie so, ja. Ich habe einen Kollegen von mir, das ist der Jan, und er ist eigentlich in der Pfadi. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitkommen will ins Pfadilager. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher. Komm gerne mal mit, ich bin ja noch nie gesehen, mal schauen, wie es ist. Und dann komme ich vielleicht auch mal in die Pfadi. Meine Schwester hat mal gesehen, ihre Freundin geht in die Pfadi, sie hat auch mal gelassen. Dann habe ich gesehen, dafür mit, dann hat Mama ja gesehen. Von einem Kollegen, er hat halt mir gesagt, er will halt auch mal schnuppern gehen. Und dann bin ich halt mitgekommen. Es hat mir gefallen, aber er hat aufgehört, weil es ihm halt nicht mehr so gefallen hat. Als ich das erste Mal schnuppern bin, habe ich mir schon gedacht, boah, ist das cool, dann bin ich halt gekommen.